Es ist mal wieder ein wunderbarer Tag in der Steinwelt. Die Sonne scheint, die Steincreatures sind gut drauf, denn sie haben vor ein paar Tagen die Superwaffe erobert. Die Panzerkröte und das kleine Steinmonster zusammen mit der Felsbestie haben sie sich die Superwaffe von der Lavawelt zurückerobert. Ja, wir sind die Stärksten, wir sind die Besten. Yeah, wir sind halt steinharte Kerle. Und auch wenn wir nur klein sind, wir haben trotzdem viel mehr Kraft als alle anderen. Ja. Das war schon echt gut. Noch ahnen die Steincreatures nicht, dass ihr Tag heute anders enden könnte als die letzten. Denn bereits dort hinten im Dickicht lauert jemand. Und es ist kein geringerer als der Dschungelroboter mit dem Dschungellord. Schon lange beobachtet er die Steinwelt und hatte eigentlich vor, in ihrer Höhle neue kleine Dschungel-Mini-Creatures zu erschaffen. Doch jetzt hat er gerade mitbekommen, dass die Steincreatures die Superwaffe haben. Ich habe mir einen Plan überlegt. Ich werde die Superwaffe klauen und kann dann in ihrer Höhle einfach die neuen Dschungel-Mini-Creatures herstellen, die ich für meinen Plan brauche, die ganze Eldrador-Welt einzunehmen und mit Dschungelianen zu überziehen. Also langsam anschleichen. Ein Überraschungsangriff ist immer noch der beste. Okay, da ist erstmal die Panzerkröte. Die erwische ich von hinten. Oh, was ist das? Was ist hier los? Hilfe! Hilfe! So, schluck Sand, du fieses kleines Monster. Oh, das ging ja einfach. Wo sind denn nur die anderen? Ich bin die Felsbestie und ich. Das kitzelt, lass das. Diese Felsbestie hat mich abgekitzelt. Was sollte das? Ich schleuder dich weg. Oh, erst mal wieder aufstehen. Oh Mann, da hinten liegt sie, die Felsbestie. Ich glaube, die ist jetzt richtig schwindelig. jetzt bekommst du es noch mit mir zu tun. Was bist du denn? Du bist ja ein süßes kleines Steinmonster. Gucci. Ich bin viel stärker. Wirklich? Oh ja. Oh, du bist ja richtig stark. Ups. Aber ich bin der Dschungel-Lord mit dem Dschungelmonster-Roboter. Und ich krieg dich hochgehoben. Und ich schleudere dich auch weg. Und jetzt habe ich die Superwaffe. Die Superwaffe in meinen Händen. Nun hat der Dschungellord also die Superwaffe erobert. Und jetzt versuche ich gleich mal hier in der Höhle mir neue Minis zu erschaffen. Hey, das sind ja die falschen Minis, das sind ja Steinminis. Du denkst wohl, du kannst uns in der Steinwelt selbst erschaffen. Nee, raus mit dir aus dem Roboter. Hilfe! Oh nein, der Steinlord ist rausgefallen. Und jetzt, was machen die Minis jetzt? Jetzt besetzen sie den Dschungelroboter. Oh nein. Die besetzen den Dschungelroboter und der Steinlord, der Dschungellord ist besiegt. Oh nein. So, mal diese Trantüten hier aufwecken. Hey, aufstehen. Hey, der Dschungel, das Dschungelmonster, das Dschungel, der Dschungelroboter ist noch da. Da sitzt ja gar nicht der Dschungellord drin. Wie hast du das denn gemacht? Tja, ich bin halt klein und raffiniert. Oh, hallo? Voll cool, jetzt haben wir also auch noch den Dschungelroboter. Wo ist denn nur die Felsbestie? Ich komm schon. Was ist hier passiert? Boah, du hast den... Ihr habt ja den Dschungellord besiegt. Oh, wow. Ja.
Wir sind klein und gemein und zusammen können wir jetzt die Herrschaft von ganz Eldrador an uns reißen. Ah, ich hole noch schnell die Superwaffe. Ja, wir sind die coolsten und steinhartesten Kerle der ganzen Welt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns gerne einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal, damit ihr weitere tolle Videos von uns nicht verpasst. Wenn ihr Freunde habt, die auch Spaß an diesem Video haben könnten, dann teilt es gerne mit ihnen oder schaut es euch gemeinsam an. Ansonsten fragt gerne eure Eltern, ob ihr noch ein Video von uns anschauen dürft. Bis dahin, schöne Grüße und vergesst nicht, spielen macht Spaß!